Leonie aus Remscheid ist seit mittlerweile 3 Jahren verschwunden. Über den Fall haben wir hier bei Akte berichtet. Jetzt hat unsere Redaktion Hinweise erhalten, die das mysteriöse Verschwinden endlich aufklären könnten. 500 bunte Luftballons steigen auf in den Himmel über Remscheid. An ihnen befestigt Vermisstenanzeigen von Leonie Gritzka. Seit 1131 Tagen quält ihre Mutter Bianca sich mit der Frage, wo ist mein Kind? Ich würde es einfach halt nur wieder in den Arm nehmen können. 1131 Tage, in denen Leonies Schicksal ungeklärt ist. Ein Mensch kann nicht einfach so spurlos verschwinden. Was ist das? Dabei könnte der vermissten Fall Leonie Gritzka womöglich längst geklärt sein, wäre da nicht der strenge Datenschutz. Für jedes und allen Pinseln irgendein Gesetz, aber nicht für sowas. Es handelt sich doch um ein Menschenleben. Es ist einer der unglaublichsten vermissten Fälle Deutschlands. Er beginnt am 22. Juli 2016. An jenem Freitag steigt Leonie Gritzka in Remscheid offenbar freiwillig zu 2 Männern in ein rotes Auto mit Kölner Nummer. Es ist das letzte Lebenszeichen der 15-Jährigen. Leonie ist seitdem verschwunden. Ob sie längst tot ist oder noch lebt, ist bis heute unklar. Jeder Vermisstenfall wird meist rasch zum Familiendrama, so auch bei den Gritzkas. Erst vor kurzem zieht Leonies Mutter mit ihrem Lebensgefährten in eine neue Wohnung. In ihrer alten Bleibe hat sie es einfach nicht mehr ausgehalten. Zu schmerzhaft die Erinnerungen an ihre Tochter, zu quälend die Ungewissheit, was nur mit ihr geschehen ist. Aber das muss, hier ist die Leonie noch mal ganz klein drauf, aber das musst du auch mal reparieren, Schatz, da ist ein anderes Glas rein. Kaputt? Mhm. Hier ist sie noch mal ganz klein. Ich war froh, wo ich raus war aus der Wohnung. Ja, aber die Erinnerungen zu viel waren halt auch von Leonie, wie sich das Zimmer da alles eingerichtet hat. Das war hinterher auch kaum noch zu ertragen. Ich bin da hinten auch gar nicht mehr so gut mit, gar nicht reingegangen mehr. Wie Leonies Mutter hat auch ihre Tante einen Verdacht. Demnach habe die Schülerin kurz vor ihrem Verschwinden über Facebook ihren neuen Freund kennengelernt, einen ca. 25-jährigen Mann. Hinweise zu seiner Identität finden sich wohl in Leonies Facebook-Account. Leider haben wir ja keinen Zugriff auf die Nachrichten von Leonie, weil ich mir sicher bin, dass man da einen Chatverlauf lesen könnte, wo Leonie sich mit jemandem verabredet. Doch genau das verbietet der Datenschutz. Es klingt unglaublich und schützt im vermissten Fall Leonie Gritzka die möglichen Täter offenbar mehr als das Opfer. Dennoch kommt Bewegung in den Fall. Nachdem Akte im Juli in einem Vermissten-Spezial über Leonies Schicksal berichtet, melden sich Zuschauer, die sie im Internet entdeckt haben wollen. Und anonyme IT-Spezialisten, die anbieten, verbotenerweise in Leonies Account einzudringen. Wenig später erhält Mutter Bianca von einem dieser Hinweisgeber eine Liste mit 3 Passwörtern, die Leonie nach seinen Recherchen in unterschiedlichen Portalen verwendet hatte. Sollte Bianca dadurch Zugriff auf das Facebook-Profil ihrer Tochter bekommen, erfährt sie möglicherweise jetzt, mit wem sich Leonie zuletzt getroffen hat und wohin die Männer sie 2016 gebracht haben. Ja, Angst habe ich auch, was zu finden da. Wer weiß, was der da geschrieben hat oder mit wem die da geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren soll. Das ist das, ne? Wenn man da was liest, was da so geschrieben wurde. Ich bin ganz nervös. Sie gibt das erste, ihr anonym zugespielte Passwort ein. Ja, so ist das erste. Nach 3 Jahren Bangen und ergebnislosem Hoffen wäre dies ein erster Hinweis auf ihre Tochter. Ich muss irgendeinen Sicherheitscode eingeben. Das Passwort ist falsch. Und mit jedem falschen Passwort wird an die hinterlegte Mailadresse ein Sicherheitscode gesendet. Nur damit kann Leonies Facebook-Konto danach noch geöffnet werden. Bitter, aber wahr, alle 3 Passwörter, auf die Bianca so große Hoffnungen gesetzt hat, sind nicht mehr gültig. War nix. Ich greife ja nach jedem Strohhalm, den ich kriegen kann, und probiere dann auch alles aus. Scheißgefühl, wenn ich das so sagen darf, dass man da wieder nicht draufkommt. Trotz dieses Rückschlags kämpft Bianca weiter, geht jedem Hinweis nach. Sie will ihre Tochter finden. Während unserer Dreharbeiten vor wenigen Tagen meldet sich plötzlich ein weiterer anonymer Hinweisgeber. Wir dürfen das Telefonat mitschneiden.
müssen die Stimme aber verfremden. Ich habe über Kontakte die E-Mail-Adresse bekommen von Ihrer Tochter. Ja. Und habe festgestellt, dass dieses E-Mail-Konto noch in Benutzung war. Irgendwer muss sich nach Leonies Verschwinden in ihre Mails eingeloggt haben. Und auch ihr Facebook-Account liefert Hinweise. Wir haben heute festgestellt, dass auf dieses Facebook-Konto eine Handynummer hinterlegt wurde, um dieses Facebook-Konto zu öffnen. Also es gibt da diese drei Phasen, ja. Freischaltung. Einmal das Passwort, ja. Das man eingeben kann, was uns ja nicht bekannt ist. Genau. Dazu kann man dann, wenn man dann sich von einem Fremdgerät anmeldet, ja. per E-Mail bestätigen, ja, das bin ich, der da gerade drauf zugreift. Ja, das ging aber nicht. Und einmal auch noch per Telefon. Ja. Und dort ist eine Handynummer hinterlegt worden. Haben die Handynummer kann man leider nicht sehen, welche okay. das ist. Aber diese Handynummer wurde hinterlegt vor 13 Monaten und genau 5 Tagen. Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig es wäre, Zugriff auf das Facebook-Profil der heute 18-Jährigen zu erlangen. Und dementsprechend muss entweder ihre Tochter selber ja. auf diese Sachen zugegriffen haben oder jemand, oder jemand anderes, ne? Gibt es denn noch andere Wege? Es gibt andere Wege, da sind Kontakte Richtung Osteuropa und dementsprechend... Ist es aber so, da wissen wir aktuell nicht, ob es sich jetzt um, ich sage jetzt mal, nur noch 2 Stunden handelt ja. bis zur Öffnung oder ob es sich noch um 3, 4, 5 Tage handelt. Weil halt das Problem ist, dass dort diese Handynummer hinterlegt ja. ist und diese Handynummer ist gänzlich unbekannt. Okay, das ist nicht. Diese Handynummer kann Ihre Tochter zum Beispiel auch von einem der Männer bekommen ja. haben, kann diese dort dann hinterlegt haben. Oder auch einer der Männer selber kann seine Handynummer dort hinterlegen, ja. wenn er ja. durch irgendwas auch immer einen Zugang bekommt. Ja. Danke für die Information. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. 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 Wer hat mehr als 2 Jahre nach Leonies Verschwinden in ihrem Facebook-Profil eine neue Handynummer hinterlegt? Sie selbst oder aber jemand, der sie in seiner Gewalt hat? Ich gehe gerade in dir vor. Das sind ja wieder die Gedankengänge halt, ne? Wenn man Osteuropa hört, ne? Dieses Milieu, man weiß ja, was das für ein Milieu da hinten ist. Das ist halt dieses Rotlichtmilieu, wo es reingeht, ne? Mit diesen Menschenhändlerringen oder Mädchenhändlerringen, was es da gibt alles. Zwangsprostitution und alles. Eine Mutter am Ende ihrer Kräfte, ihre Tochter verschwunden. Der Schlüssel zur Wahrheit liegt möglicherweise in Leonies Facebook-Account. Doch weil der Datenschutz selbst Ermittlern hohe Hürden auferlegt, ist auch die Polizei relativ machtlos, wenn es darum geht, ein Facebook-Konto zu knacken. Es wäre für viele Leute einfach, wenn die Datenschutzgesetze einfach wegfallen würden. Wenn man der Polizei einfach sagen würde, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt hier abhören, machen und tun. Das wäre der erste Schritt zum Polizeistaat, zum sogenannten. Von daher muss ich diese Behinderung hinnehmen. Müssen wir die alle hinnehmen. Leonies Mutter will das aber nicht hinnehmen. Für jedes und allen finden sie irgendein Gesetz, aber nicht für sowas. Es handelt sich doch um ein Menschenleben. Ne? Das ist das. Das ist unbegreiflich, sowas. Und so ist der Vermisstenfall Leonie Gritzka auch nach 1131 Tagen ungelöst. Freunde und Verwandte hoffen, dass sie zurückkommt. Und Leonies Tante wendet sich mit diesem erst wenige Stunden alten Appell direkt an ihre verschwundene Nichte. Liebe Leonie, wenn du mich heute sehen kannst und hören kannst, bitte ich dich, melde dich bei mir. Ich möchte aber nur ein Lebenszeichen von dir haben und wissen, ob es dir gut geht, damit ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Ich vermisse dich und ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Unvorstellbar, was eine Mutter in einer solchen Situation aushalten muss. Eine junge Frau hat sich dazu ganz besondere Gedanken gemacht. Was, wenn sie plötzlich eintritt? Die größte Angst aller Eltern. Ein Kind verschwindet, spurlos. Das ist einfach unvorstellbar. Wahrscheinlich ist die Ungewissheit das Allerschlimmste daran. Gemischt mit der Angst und den Vorwürfen, die man sich macht und der Frage, wie konnte das passieren? Womit fing eigentlich alles an? War es ein Streit? Das ist in solch einer Situation doch schon lang vergessen und einem tut's schon lange leid. Wie gerne würde man das rückgängig machen?
Oder hat es vielleicht einen ganz anderen Grund? Wahrscheinlich wird man fast verrückt, sieht alles schwarz und nichts mehr bunt, aber ein kleiner Funken Hoffnung. Der bleibt und hält einen am Leben. Der macht, dass man nicht aufgibt, sondern weiter kämpft und in der Lage dazu ist, alles zu geben. Minutengenaues Durchdenken der letzten gemeinsamen Minuten ist der alltägliche Begleiter. So verstreichen die Tage, so geht das Leben irgendwie weiter, doch immer brennt der gleiche Schmerz in einem und immer schreien die gleichen Fragen laut: Wo bist du? Geht's dir gut? Wer hat dich jetzt? Bist du gegangen oder wurdest du uns genommen? Wut baut sich auf. Man wünscht sich keinen Weg mehr als einen Weg aus dieser Angstschleife raus. Das fühlt sich an wie Wandern im Nebel. Man will was sehen, aber findet keine Spur. Gib mir doch ein kleines Zeichen, einen kleinen Hinweis nur. Wahrscheinlich würde man sich nicht trauen, das zu sagen. Keiner würde diese Worte wirklich wagen, aber Ungewissheit, die frisst einen auf. Mit großen, langsamen Bissen. Wäre es nicht langsam besser, dich tot zu wissen? Besser als das Grauenvolle, das man nur erahnen kann, das mit dir gerade vielleicht passiert. Was würde ich dafür geben, dich noch einmal zu hören, noch einmal zu erleben? Alles andere wirkt plötzlich so unwichtig, so gleichgültig, so nichtig. Für mein altes Leben, mit meinem geliebten Kind an meiner Seite, würde ich alles geben. Und inzwischen hat sich im Fall Leonie herausgestellt, dass die Telefonnummer in ihrem Facebook-Account wohl eine österreichische Vorwahl hat. Wir bleiben an dem Fall für Sie dran.